Hallo, hier der Xaver mit der Videospielbewertung zu Locked Up. Dieses Spiel wird erst noch rauskommen, im zweiten Quartal von 2020. Es ist eine relativ kurze Demo, kann man hier auch sehen. Demo, die kann man sich aber auch auf itch.io runterladen. Die wird viel von der Akustik wiedergegeben, aber halt natürlich auch vom Bildgehalt, ist klar. Und wurde von dem Entwickler Alexander Reschetnikov entwickelt, daher Entwickler, logisch, und von MK Games publiziert. Man ist quasi in einer Wohnung unterwegs, der sich alles nach und nach verändert, quasi auf paranormale Art und Weise. Im Spielmenü sieht man die Wohnung, in der das alles stattfindet, aus einer Perspektive einer alten Videokamera. Das kann man auch hier sehen. So ungefähr kann man sich das vorstellen, nur dass dann quasi dann noch die Schaltflächen zum Start, zu den Settings und zum Exit da sind. Viel mehr ist es dann auch nicht. Ist aber, finde ich, in solchen Spielen immer auch völlig ausreichend. Und das hat es nur zum Anschauen von Objekten bzw. zum Aufnehmen von Objekten dann nur dort enthalten. Ansonsten gibt es kein großartiges Hand. Und gerade bei solchen Spielen, also so kann man sich denken, ist das dann auch. Und bei solchen Spielen, finde ich, sollte es dann auch genauso sein. Das Handling ist etwas schwerfällig, aber das stört einem nur am Anfang vielleicht so ein bisschen, bis man halt so ins Spielgeschehen reinkommt. Und dann stellt man fest, durchrennen muss man sowieso nicht. Also ist genau so passend. Jetzt geht es quasi um die einzelnen Bereiche. Anfang, Mittelteil, Ende. Es ist eine Demo, daher ist das relativ kurz natürlich als gehalten. Was man sagen kann, ist, dass von Anfang bis zum Mittelteil so die Gruselatmosphäre sich immer mehr aufbaut. Das Ende im Prinzip nur so ein bisschen aufzeigt, wie sich das Hauptspiel anfühlen könnte. So, und somit komme ich jetzt schon zu den positiven und negativen Sachen zum Spiel. Positiv ist natürlich ganz klar die gruselige Atmosphäre und halt, was ich auch schon gerade gesagt habe, dass sich die Gruselatmosphäre immer mehr steigert. Und ja, was ich auch dazu finde, ist, dass man so einen kleinen Einblick so schon darauf bekommt, was einem im Spiel erwartet. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Ist eigentlich ziemlich doof, dass ich gerade die Seite aufhabe, aber hey. Dadurch sehe ich auch, es ist im Prinzip ja auch schon eine kleine Vorschau vor zu dem, was noch im Hauptspiel kommen wird. Und was ein ziemlich großer Pluspunkt bei diesem Spiel ist, es gibt keine Jumpscares. Es baut wirklich nur durch kuselige Atmosphäre bzw. durch die Räumlichkeiten auf und durch die Akustik. Aber nicht durch, ich spring dir mal jetzt mal ins Gesicht. Also keine Jumpscares und das ist schon mal etwas, was ich bei einem großen Spiel sehr hoch bewerte. Negatives habe ich schon gesagt, das eine ist halt das träge Handling, aber im Großen und Ganzen passt es zu dem Spiel, also es ist nicht so störend. Und eine Sache war da noch, und zwar, Achtung Spoiler, aber im Prinzip ist das, es ist eine Videospielbewertung, und da werde ich auf alles eingehen, auch wenn es ein Spoiler ist oder nicht, ist, dass es so ein bisschen durch eben, ja, Satan oder dadurch, dass es in diesen kultistischen, religiösen Bereich geht. Alles, was so bei einem Gruselspiel, alles, was ins so Paranormale geht, so in Richtung Religion oder Satanismus oder Kultismus, alles, was so in die Richtung geht, da verliere ich sehr schnell immer das Interesse. Davon abgesehen ist es aber einfach eine ziemlich gute Atmosphäre, die aufgebaut wird. Und dadurch, also es ist nicht so ein hundertprozentiger Kontakt zu dieser Art und Weise. Daher ist es für mich nicht so sonderlich störend. Also man sieht ja, es geht so ein bisschen mehr in was anderes. Und dadurch, ja, kann ich damit so ein bisschen klarkommen. Ich zipp hier einfach mal so ein bisschen durch. Das wird alles noch kommen. Das ist in der Demo vorhanden, also nicht wundern. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich freue mich so auf das Hauptspiel, muss ich jetzt schon sagen. Bin ich gespannt, was es wird. Zweites Quartal. Packe ich definitiv dazu. Mal schauen, was daraus wird. Ich werde auch mal später, dass ich dann in die Rangordnung ganz nach oben packe. Ja, somit kommen wir zu einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Der Spielspaß. Und der wird mir für mich natürlich durch die Musikatmosphäre gegeben. Und die ist hier wirklich zu 100% da. Also dadurch gibt es da schon mal keine Minuspunkte. Dann kommen wir zur nächsten Sache, zum Wiederspielwert. Und den gibt es, muss man nur mal sagen, überhaupt nicht. Weil erstens ist es eine Demo. Dadurch spielt man vielleicht einmal durch und dann wieder. Zweitens ist die Demo komplett linear aufgebaut. Und dadurch, also ich muss das Spiel nicht 5000 Mal spielen. Reicht. Wenn ich gerade so doof ist und da einfach durchrusht und die Atmosphäre so mitnehmen will, dann ist das eine ziemlich gute Demo. Die Spieldauer ist gar nicht
so hoch. Also so, ich hätte schon mit weniger gerechnet gehabt, aber das war eine relativ gute Demo. 30 bis 40 Minuten ist so ungefähr meine Schätzung. Fazit, es ist eine sehr gelungene Demo mit einer stetig aufbauenden Gruselatmosphäre, also einer steigenden Gruselatmosphäre vor allem. Und ja, dadurch kann man sagen, es war irgendwo etwas, was einen am Anfang stört, aber diese träge Steuerung, die passt halt dann im Endeffekt dazu und ist dadurch kaum erwähnenswert. Ja, und dadurch würde ich sagen, sind so 8,5 von 10 Punkten angemessen für diese Demo. Also ich habe das davor ein bisschen höher bewertet gehabt. Da war ich, obwohl ich war gleichermaßen begeistert. Hier war es jetzt wirklich dieses religiöse Zeug, was mich so ein bisschen gestört hat. Ja, gut. Dann kommen wir. Hier gibt es das nämlich noch nicht. Keine Bewertung oder so. Hier sieht man nur hier von dem Kurator. Hidden played yet. Game is here for creation purpose. Purposes. Gut. Sehr hilfreich. Nicht. Dann soll man wirklich schon irgendetwas schreiben, aber nicht, ich hab's noch nicht gespielt. Das ist nicht hilfreich. Aber auf, da habe ich mich her. Itch.io werde ich nochmal irgendwo einfügen, in die Videobeschreibung mit einfügen. Natürlich. Hier sieht man sogar noch ein paar weitere Bilder. Das kann man ja alles schon. Also, das sind die standardmäßigen Räumlichkeiten, die man bis dahin kennt. Und das ist aber definitiv neu. Das kenne ich noch gar nicht. Freue ich mich schon wieder auf mehr. Es scheint also auch aus dem Bereich hier zu gehen. Interessant. Okay. Eins von 40 zu 134. Ich würde sagen, wir gehen auch wieder nur so drei bis fünf Dinger oder so durch. Also drei kleine und fünf große vielleicht. Mal schauen, was wir hier so haben. Got it to work now. Great. Achso. Das irgendwie hat er sich davor beschwert gehabt. Hat hier irgendwo geschrieben. Ja, wahrscheinlich wird es auch im Video mit drin stehen. Hier geht es, glaube ich, wahrscheinlich zu schnell von dem, was ich hier bei den Dingern hier durchgelesen habe. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Der ist hier halt einfach durchgerusht und dadurch hat er natürlich diese gute Atmosphäre nicht mitgenommen. Ja, dadurch gehen wir mal gleich hier hin. Er can't get them from certain places. Da waren wahrscheinlich irgendwelche Probleme gewesen. Ich habe überhaupt nichts an Problemen bemerkt, ehrlich gesagt. Also, literally talking to a baby out of nerves. Jeez, really enjoyed it. Cannot wait for Steam Version. Die ist ja inzwischen draußen. Habe ich jetzt aber nicht gespielt, braucht man auch nicht. Also, wenn man erstmal die Demo-Version so gespielt hat, reicht das eigentlich völlig aus. Und dann auf die Vollversion einfach warten. Punkt. Schluss aus. So, ja, nein, interessiert mich nicht. Also ich will jetzt hier kein Video noch mit anschauen. Muss nicht. Hier. I have a question, what's the meaning of the symbol next to the crypt that was blood blood? It's been itching my mind for a while. Maybe a small reference to this. Achso, okay, das wird wahrscheinlich. Da gab es doch nur ein einziges. Da gab es so ein paar satanische Dinger. Das ist das, was ich schon meinte. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Ist mir völlig egal. Incredible game. It scared me since I can't wait for the release. Ja, ich auch. Definitiv. The game runs smooth with no bugs or lag. Same. I recommend everyone that likes a good scare, check it out and well, yep, tu mal ja. Mach mal. Mach mal, mach mal. Soll es jetzt einfach heißen, dass er sich von einem hat erschrecken lassen oder was sollte diese Prämisse jetzt? Also, egal. So sorry to hear about that. How mine is specific. Warum beantwortet man sowas? Oh Mann. I'm beginner, please check it out. Check out my game. Achso. Nee, das war aber nicht. Amazing Game, ja. Ja. So, gibt es hier noch irgendwie was anderes? Es wäre voll toll, wenn da hier noch was anderes stehen würde.
Just played it and I really liked it. And oh, there aren't any jumpscares and it's mostly psychological. Ja, genau, das ist genau das, was ich meinte. Keine Jumpscares, komplette Atmosphären durch die Räumlichkeiten selbst und durch die Akustik. Super gemacht. As my computer can't handle most. But I didn't have any problem with this one. Ja, es sieht ja vor allem es sieht grafisch ja vor allem super geil aus. Da kann man nicht mehr ganz. So, yeah, the story is really nice too and it actually scared me. Good job. Gut, so viel Storytechnisches war ja auch nicht dabei. Es wurde nur irgendwie gesagt, ah ja, da sind welche beim Verkehrsunfall gestorben und hier und da und das irgendetwas mit Kultisten zu tun hat. Mehr wissen wir auch nicht. Also so viel Storytechnisches ist jetzt nicht dabei gewesen, muss man sagen. Ja. Oh Gott. Was ist das denn? Okay, das nehmen wir doch mit. Das letzte für heute, vor 17 Tagen. Was able to start the game with some fiddling around. Fiddling, wie auch immer. Keine Ahnung, was das heißt. I really liked it. I only noticed that there's a particular part when you have to pick something up and put it down. Else it took me so long time to figure out. Wieso? Hab ich überhaupt keine Probleme mit gehabt. Egal. I decided to watch a bit of someone's gameplay and finally figured out it wasn't a glitch and thankfully didn't start the entire game over. But when you pick up the things, avoiding spoilers, the cursor in the middle of the screen disappears, so it looks like the game it is stuck. That's my only real suggestion. Ich kann nicht mehr sprechen. Suggestion. Gibt's auch in Deutsch. Okay. Ich habe das Problem überhaupt nicht gehabt, aber es, vielleicht wurde es auch zwischen schon wieder rausgefischt, man weiß es ja nicht. Das ist so ein Feedback, das ist ein Part of the Personal Test. Ach so. Der meint die Objekte, die man aufnehmen musste. Da gab es ein paar Objekte, die muss man so mit Rechtsklick aufnehmen. Und nicht mit Linksklick. Ja, gut, wo ist das Problem? also eins gab es, also dieses, da gab es ein Bild, das musste man mit Rechtsklick aufnehmen und musste es nicht irgendwo ablegen, sondern man musste irgendwo hingehen und es wurde automatisch abgegeben. Hat jetzt nicht gestört und es 10 Minuten, ich weiß nicht, wie. Ich will das jetzt nicht irgendwie runtermachen. Also ich verstehe schon, warum er das so angibt, aber auf der anderen Seite, ich habe da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ich so, habe so einfach nur ausprobiert und innerhalb von, keine Ahnung, nicht mal 10 Sekunden hatte ich raus, wie das ging. Also, ja, ich kann bei dem hier nicht mithalten. Okay. Ja, viel mehr kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Dies war's erstmal von dieser Videospielbewertung. Weitere werden noch kommen. Eigentlich hatte ich noch vor, was zu machen, aber es ist 17:26 und ich würde gerne noch was essen. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist eins der Videos, die ich heute gemacht habe, rendern und dies war's. Gut, ich hoffe, diese Videospielbewertung zu The Locked Up. Oder einfach nur Locked Up. Hat euch gefallen. Ich hoffe sehr bald auf die Vollversion. Die wird definitiv kommen. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommen wird. Ich habe es noch nicht. Also ich habe eine kleine Liste von 6 Spielen einfach mal ausgesucht. Nächste werden definitiv in den nächsten Tagen kommen. Vielleicht morgen auch schon. Also, naja, wohl, ich habe morgen noch was anderes zu tun. Ob ich Zeit dazu finde, ist eine andere Sache. Gut. Ja. Dies war es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Dark Saber. Bis zu den nächsten Videospielbewertungen und nächsten Let's Plays. Euer Dark Saber. Ja, ich habe schon gesagt. Bis dann.